ich bin schon sehr lange bei der Selbsthilfe. Und früher habe ich unter meinem Stottern gelitten, weil ich immer dachte, zu kurz zu kommen und nicht zu Wort zu kommen. Und da hat mich mein Stottern auch sehr belastet und gestört. Und in der langen Zeit, in der ich jetzt schon dabei bin, habe ich mich dran gewöhnt. Und ich stottere manchmal noch, manchmal weniger, manchmal mehr. Aber ich habe gelernt, damit zu leben.